Hermine kicherte und senkte dann ihren Blick. Sie hatte Angst, dass er sie auf einmal wie ein kleines, dummes Mädchen halten würde. Er drückte ihr einen Kuss auf die Stirn und diese sanfte Geste verdrehte ihr das Herz. »Keiner von uns hat genügend gelacht in den vergangenen Jahren«, murmelte er. Er trat weg von ihr und seine langen Finger rieben über sein Kinn. »Das ist unerwartet.« Er verleugnete ihre Kompatibilität nicht. Sie konnte es mit Sicherheit nicht. Ihre Haut vibrierte immer noch. Sein Geschmack war immer noch auf ihren Lippen. Gewollt. Es war beinahe wie ein Weckruf. Beinahe lachte sie sich selbst aus. So viel zu ihrer Vorsicht und zu ihrer Überlegtheit. Sie zwang sich, zu ihm hochzublicken und war ein komplettes Nervenbündel. »Willst du es nicht?« »Du bist noch nicht 19.« »Werde ich im September.« »Was ist mit deiner Familie, deinen Freunden?« Sie lächelte ihn halbherzig an, als er seine Schärfe nicht aus seiner Stimme heraushalten konnte. Sie alle hatten seinen Job so viel schwerer gemacht in den letzten Jahren. »Meine Familie, du weißt über den Zauber Bescheid, den ich auf sie gelegt habe, oder?« Severus nickte kurz, dann aber wiederum, wer tat es nicht? Eine vollständig rehabilitierte Rita Kimcorn hatte ihre herzschmerzverursachende Geschichte über den großen Ehrgeiz und den ultimativen Verlust schließlich ausgeplaudert und breitgetreten. »Der Zustand ist permanent. Sie haben ein anderes Kind, eine andere Hermine.« Sie zuckte mit den Achseln und kämpfte gegen die aufsteigende Welle von alten Schmerzen an. Allerdings gibt es bei ihr keine Anzeichen von Magie. Es ist eine Hermine, die sie behalten können. Sie atmete langsam ein, war sich seiner wachsamen Augen bewusst. Sie war dankbar dafür, dass er kein Mitgefühl zeigte. Nur irgendetwas davon und sie würde zerbrechen. Und jetzt war nicht die Zeit dafür. »Und meine Freunde, die sind immer noch da.« Immer noch irritierend. Sein leises »Das ist nicht allzu schwer«, zauberte ihr ein Lächeln aufs Gesicht. »Wir werden auseinanderwachsen. Das ist unvermeidbar. Natürlich sogar. Wie sollten wir nicht? Sie wollen nicht, dass ich dazwischen funke. Aber sie können auch nicht von mir erwarten, dass ich ständig ihre Probleme löse.« Er lachte trocken. »Du wirst nicht immer ihre Hausaufgaben erledigen können.« Hermine errötete. War das immer so offensichtlich gewesen? Wir haben jetzt verschiedene Fächer. Sie setzte sich erneut. Es fühlte sich ungewohnt an, so nahe bei ihm zu sein, nachdem sie gerade ihre Seele entblößt hatte. Er setzte sich ebenfalls wieder hin und rief nach Tee. Sumi erschien mit einem chinesischen Teeset und zwei großen Stücken Karottenkuchen. Severus runzelte die Stirn, als er die Teller erblickte. Sie versucht mich ständig zu füttern.« »Du siehst aber besser aus.« Und damit versteckte sich Hermine hinter ihrer eigenen Teetasse, wollte den Effekt nicht sehen, der ihr Kompliment auf ihn hatte. »Miss Kimcorn hätte da mehr zu sagen, wären wir verheiratet.« Hermine verdrehte ihre Augen. »Sie hat immer mehr zu sagen. Hätte ich sie damals in diesem Glas nur eingesperrt gelassen. Dreckiger kleiner Käfer.« »Erpressung, Miss Granger?« Die Andeutung des Tränkemeisters tat etwas Verrücktes in ihrem Innern und ihr wurde warm. »Eine Notwendigkeit, Professor Snape.« Sein Blick war kalkulierend. Wägte er jetzt die Frau, die sie jetzt war, ab mit einem kleinen Schulmädchen, das er kannte? »Ich bin ein schwieriger Mann, Hermine. Ich bevorzuge oft meine Einsamkeit. Ich bin häufiger antisozial. Und ich bin doppelt so alt wie du. Und gewisse Dinge müssen einfach auf eine bestimmte Art gemacht werden. Gewisse Rituale, die mir mein Leben einfacher machen.« Das Wort Ritual beschwörte das Bild eines alten Steinaltars in ihrem Kopf hervor.
Severus ganz in Schwarz gekleidet und sie komplett nackt. Nicht an so etwas interessiert? Ha, Ron Weasley wusste gar nichts. So wie? Ich arbeite alleine. Ich denke und erschaffe Sachen so leichter. Und ich mag es gar nicht, wenn andere in meinen Arbeitsplatz eindringen. Ich habe ein voll ausgerüstetes Labor im Keller. Das wäre für dich verboten. Vielleicht sogar für Jahre. Hermine verspürte einen Anflug von Reue. Sie würde nicht miterleben, wie jemand so brillant ist, wie Severus Snape experimentierte. Sie erstarrte mit der Tasse in der Hand. Aber ihr würde auch das Nächstbeste reichen. Kann ich dann deine Notizen durchlesen und mit dir über deine Arbeit sprechen, außerhalb deines Labors? Severus spannte seine Lippen an und Hermine dachte darüber nach, ihn ein weiteres Mal zu küssen. Das wäre ein zufriedenstellender Kompromiss. Sie atmete langsam aus und lächelte. Gut, danke schön. Ich kann es nicht haben, wenn man in der Früh mit mir redet. Zumindest so lange nicht, bis ich meine zweite Tasse Tee hatte. Ein Hauch von Humor begleitete seine Aussage und sein Blick fiel auf ihre Hände. Möchtest du dir Notizen machen, Hermine? Merlin, ihre Finger zuckten. Nein, sie konnte sich kaum das Wort Sir zurückhalten. Sie sah zu dem Kuchen, seufzte und nahm eine Gabel und begann zu essen. Wir werden einen schwierigen Pfad zu bestreiten haben. Der Übergang von Lehrer zu Schüler, zu Mann und Frau, mit kaum einem Jahr Trennung wird voller Hindernisse sein. Hermine hatte eine Liste in der Tasche, aber sie überlegte sich besser und holte sie nicht heraus. Die Worte waren sowieso in ihren Kopf eingebrannt. Das Wichtigste für mich wäre, würdest du mir die Schulbildung verweigern? Severus starrte sie ungläubig an, seine Gabel auf halbem Weg zum Mund. Warum bei Merlins Namen sollte ich das tun? Eine Lehre unter Master Ashian ist eine große Ehre. Ein totaler Win, im Gegensatz zu Ron, der sie angestarrt hatte und gefragt hatte, warum sie in einer Halle voller alter, stinkender Bücher sitzen wolle. Master Ashian, noch nie von dem gehört. Und wirst du jemals damit aufhören können, ständig an Bücher, Bücher und noch mehr Bücher zu denken? Er hatte rumgewinselt, als sie das Angebot von dem Meister des Ministerium-Archivs erhalten hatte. Bücher, 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 immer nur Bücher. Und damit war er aus der Küche gestürmt, um draußen Quidditch zu spielen. Sie wunderte sich, ob es einer der Tage war, wo er Chillen Osset aufgesucht hatte. Hermine lächelte und der Knoten in ihrem Bauch wurde lockerer. Das Gesetz will lediglich, dass Magier zusammenkommen, aber wir werden verheiratet sein. Ihr Gesicht wurde warm. In jedem Sinn. Severus lächelte langsam, ein Hauch von Übermut auf seinen Zügen. Ja, ich glaube, das ist der eigentliche Sinn und Zweck. Sie benetzte ihre Lippen. Dann müssen wir wirklich... Sein Lächeln lenkte sie ab, ihr Kopf gefüllt mit unartigen Ideen und Erinnerungen an ihren einzigen Kuss. Kinder, sie zwang das Wort hervor. Es ist möglich mit dem... Und ich muss wissen, was du darüber denkst. Sie gab ihm keine Chance zu antworten, bevor sie weiterredete. Ich würde irgendwann, nicht jetzt gleich, gerne zwei haben. Ich war ein Einzelkind und es war manchmal etwas einsam. Und ich hätte gerne, dass wir beide die gleiche Rolle spielen. Sie klappte ihren Mund zusammen, sah ihn an und ihr Herz klopfte wie verrückt. Das klingt vernünftig. Sie blinzelte. Erwartete mehr von ihm. Erwartete einen Ausbruch von ihm, wie sehr er doch Kinder hasste und wie schrecklich seine eigene Kindheit war. Aber seine ruhige Akzeptanz beruhigte sie. Severus stellte den halb gegessenen Kuchen auf den Tisch und lehnte sich ins Sofa zurück. Ich bin kein Ungeheuer, Hermine. Ich habe ein neues Leben, Geld und Ansehen. Er deutete auf das Zimmer. Dieses ehrlich, mehr mittelalterlich angehauchte Gesetz passt mir ganz recht.
Meine Vergangenheit hat mir die Möglichkeit auf eine eigene Familie unmöglich gemacht. Ich hätte gerne eine. Sein Lächeln wurde dunkel. Es erinnerte sie jetzt schon mehr an den Mann, den sie kannte. Die beste Rache ist es, gut zu leben, Hermine. Er hob eine Augenbraue. Ich hätte allerdings auch nichts dagegen, wenn es mehr als zwei wären. Hermine starrte ihn an, blinzelte. Einmal, zweimal. Hättest du nicht? Er neckte sie. Idiot.